Hey Leute, ja, ich bin's, der Kuchenjäger, und herzlich willkommen zum ersten GPL-Kampf hier auf dem Kanal. Dieser Kampf ist gegen Sirsky TV, Link zu seinem Kanal natürlich in der Videobeschreibung. Werdet euch vielleicht fragen, warum das Ganze nachkommentiert ist. Ganz einfach deshalb, mein WLAN-Repeater ist kaputt, deswegen ist das WLAN in meinem Zimmer zu schlecht, um hier Wi-Fi-Kämpfe auszuführen. Und da ich keinen Laptop benutze, sondern einen stationären PC, kann ich darum nicht momentan live aufnehmen. Wie dem auch sei, schauen wir uns mein Team an. Ich habe Starmie dabei, es ist gescarft. Sollte ursprünglich mein Counter gegen Megalopunny sein. Dann haben wir Puffiness. Puffiness ist mein Supporter mit Aromatherapie und Wish. Wir haben Donphan, meine physische Wall, mit Assault Vest. Ich hätte ihm gerne Überreste gegeben, aber Item Claws und so. Deswegen kriegt Puffiness die und er die Assault Vest, um speziell vielleicht ein bisschen was aushalten zu können. Wir haben Tantrak mit den Choice Bags und Draco Meteor, Matschbombe, das übliche. Mein Weavile, das ich sehr, sehr gerne ein bisschen besser benutzen wollte, aber ihr werdet sehen, ich mache einen dummen Fehler ziemlich am Anfang des Matches. Und Regirock. Regirock ist das Spezialdefensiv- und KP-Trainierte. Ihr werdet sehen, dass der Kampf ein bisschen vorgespult ist. Das liegt ganz einfach daran, dass das hier meine vierte Aufnahme ist dieses Kampfes. Die ersten beiden Male hat die Aufnahme nicht wirklich funktioniert und beim dritten Mal hat mein Mikrofon rumgesponnen. Ich hoffe, dass es dieses Mal besser ist, sonst drehe ich mich leider ein bisschen durch. Aber ja, das ist der Grund dafür, warum der ganze Kampf ein bisschen vorgespult wird. Ich hoffe, beim nächsten Mal wieder live kommentieren zu können, dann sollte das kein Problem sein. Man sieht vielleicht, dass ich ein bisschen sehr defensiv bin mit diesem Team. Ich hatte ganz einfach viel Angst vor Lopunny. Und habe auch zwei Pokémon mit Abschlag dabei, Donphan und Weavile. Das wollte ich ganz gerne gegen Zydomega, Aquana, vor allem Aquana, weil ich war mir recht sicher, dass er das mitnimmt. Und Trombok benutzen, aber ja. Der Kampf geht nicht so aus, wie ich gehofft hatte. Okay, Kampf beginnt gegen Daniel. Ich liege mit Crystal Core, meinem Starmie, und er mit Triton oder Triton, sein Aquana. Ich gehe einfach direkt auf den Psychoshock, während er auswechselt und in seinen Pixie geht, glaube ich. Ja. Ich mache gut ein Drittel von seinem KP Schaden, wie ihr seht. Und dachte mir, okay, du bist schneller, du bist gescarft, weil ich auch so schneller. Gehst du noch zweimal auf Psychoshock, aber er hat die Zitrusbeere. Ein Crit wäre an dieser Stelle echt gut gewesen, muss ich übrigens mal sagen. Er legt hier die Tarnsteine raus. Hier dachte ich, das Ding wäre vielleicht ein Dual-Screen-Tarnsteine-Supporter. Kann ja gut sein, ne? Warum nicht? Vielleicht auch mit Heal-Bell, wenn es das ernähren kann, da war ich mir nicht sicher. Er wechselt hier dann aus. Ich hätte den Switch ehrlich gesagt predikten müssen und zumindest in mein Weavile wechseln müssen. Aber ich gehe stattdessen hier in Wheelie, in meinen Dornfahren, weil ich mir dachte, wenn er Psychoshock benutzt, sollte ich das ganz gut tanken können. Aber er geht auf Psychokinese, was mich gewundert hat, denn ich sehe im Grunde überhaupt keine Psychokinese mehr. Aber okay, ich kann nicht noch eine Psychokinese tanken und meine Spezialverteidigung wurde gesenkt. Also wechsle ich einfach ausgehend, Bunnyhopper, und breche hier mein Sash durch die Tarnsteine. Hat mich ein bisschen genervt. Aber okay, er wechselt auch aus. Nämlich in seinen Fetisch, und hier dachte ich jetzt, er möchte vielleicht ein Setup machen, vielleicht Dual Screens und so weiter, aber er geht einfach auf die Mondgewalt, und ganz ehrlich, ich wäre auch auf die Mondgewalt gegangen. Es war so offensichtlich, dass er eine echte Feenattacke als offensiven Move drauf hat. Es war nicht gut von mir, und das war einfach ein Early Fehler, der mich noch das ganze Game über verfolgt. Wie auch immer, ich schicke hier Parfinas rein, mein Sweetheart. Und er schickt Pauli rein, sein Stalobor. Ich wollte hier einfach nur auf Wish gehen, denn ich wollte Donphan gerne wieder hochheilen, da Donphan noch irgendwie wichtig ist. Heil mich hier mit den Überresten. Und er switcht hier direkt raus, schickt stattdessen seinen Trident rein. Vermutlich hat er einfach den Switch in mein Donphan predicted. Was doch nicht so schwer war, muss man zugeben. Denn drinnen zu bleiben hätte nicht viel Sinn gemacht. Nehmen wir noch ein bisschen Tarnsteine Schaden und schwuppdiwupp, wieder volle KP. Fast zumindest, 30 KP fehlen mir.
ich muss jetzt leider ausswitchen und gehe stattdessen in Crystal Core, denn rückblickend gesehen muss ich zugeben, dass Tandrak vielleicht die bessere Wahl gewesen wäre. Aber so, ich weiß, dass Crystal Core das recht gut tanken kann. Es sei denn natürlich, er kriegt den Burn. Natürlich. Warum auch nicht? Erstes Siedel Wasser direkt den Burn bekommen. Ich gehe trotzdem auf den Psycho-Schock, um zu sehen, wie viel Damage ich mache. Und der Damage ist in Ordnung. Aber leider weiß ich, dass ich das nicht gewinnen kann, diesen Story War. Zumal er höchstwahrscheinlich immer noch Schutzschild hat. Ich hasse Aquana auch so sehr, ne? Aquana ist einfach so viel zu tanky. Na gut, ich wechsle hier wieder aus. Schicke Pestilenz rein und war mir an dieser Stelle nicht sicher, was ich machen soll. Er ist auf Schutzschild gegangen in dem Switch. Drakometeor oder Matschbombe? Was prediktet er? Ich bin auf die Matschbombe gegangen in der Hoffnung, dass er Drakometeor prediktet. Und tatsächlich schickt er Fetisch rein, sein Pixie, und bye bye Pixie. War schön, dich gekannt zu haben. Nur leider bin ich jetzt natürlich da reingeloggt und er kann einfach sein Staluvor rein switchen. Und Staluvor mit Abstand das größte Problem in diesem Team. Ich wollte eigentlich auch ein anderes Pokémon mitnehmen als Counter, welches werde ich nicht sagen, aber das konnte ich nicht, weil ich es verliehen habe. Ich hatte das leider gerade an einen Kumpel von mir verliehen, deswegen und ich konnte ihn nicht erreichen, damit er es mir noch zuschickt. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber ja, ich kann hier das Erdbeben relativ gut tanken, macht mir trotzdem noch 66 Schaden, das ist mehr als ich gehofft hatte. Und hier spule ich jetzt noch schneller vor. Denn was hier jetzt passiert ist im Grunde nur zwei, drei Pokémon, die sich gegenseitig anstarren. Ich bin hier auf Abschlag gegangen, nachdem er mit Dunkelklaue draufgehauen hat. Hau seine Marunbeere weg, das bedeutet, er kann nicht Chesterresto, denn seine Fähigkeit wird ihm die nicht zurückbringen, solange er die nicht gefressen hat. Und ja, jetzt ist das Ganze nur rumgestolle. Ich gehe hier gleich auf Wish, gebe dann weiter auf Donphan, während er hier die Igelsamen benutzt. Bla bla bla. Ist echt nichts Spannendes. Ich switche gleich noch ein paar Mal sein Staluvor rein. Hey. Ich hätte den Teil hier gerne ganz rausgeschnitten. Dann glaub mir, spätestens wenn ihr den zum vierten Mal seht, ist er nicht mehr besonders spannend. Aber ja, er hält sich ja noch weiter mit den Überresten hoch. Ruft es jetzt zurück, schickt stattdessen sein Pauli rein. Und es war nicht besonders schlau von mir, hier jetzt so oft auf Erdbeben zu gehen als Donphan. Denn ich hätte einfach im Grunde Abschlag spammen müssen. Ich hätte einfach Abschlag spammen müssen, denn entweder hätte ich sein Ding jetzt damit gekillt, sein Trombok. Übrigens ein sehr, sehr wichtiger Crit. Oder er hätte was anderes reingeschickt und das hätte dann das Item verloren, selbst wenn es nur das Ding jetzt gewesen wäre. Aber nein, ich dachte mir, jetzt komm, switch du aus, gehst in Pestilence, hat die größten Chancen gegen Trombok. Er hat aber sein Dinges reingeschickt. Und ja, man merkt, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Und dass ich einfach viele dumme Fehler gemacht habe in diesem Match. Jetzt auch, er wechselt wieder aus, weil mein Erdbeben predicted. Ich hätte einfach weiter auf Abschlag gehen müssen. Ich habe mich jetzt sogar nochmal auf Erdbeben, weil ich gedacht habe, er switcht jetzt wieder aus. Aber er hat keinen Grund auszuswitchen, das ist es halt. Ich glaube, hier gehe ich jetzt aber auf Abschlag einmal. Er wacht auf, benutzt die Egelsamen. Ist mir aber egal, denn ich gehe einfach nochmal auf Abschlag. Ja, war nicht gut gespielt von mir, war alles andere als gut gespielt. Er schickt jetzt sein Megalopunny rein und ich dachte mir, willst du jetzt ausswitchen, willst du noch irgendwas riskieren? Nee. Stattdessen gehe ich einfach auf Felsgrab. Ich hätte auch hier jetzt wieder, ich hätte den Regirock wechseln sollen, das wäre einfach sinnvoller gewesen. Ich habe die Zitrusbeere, ich hätte das Ding wahrscheinlich auch paralysieren können. War halt nicht besonders schlau. Ja, für die sich fragen, warum ich Felsgrab hier drauf habe. Zum einen wegen sowas, weil es die Initiative senkt, aber er hat ja auch noch Fiaro in seinem Pool. Und ich dachte mir, vielleicht will er Fiaro mitnehmen gegen mich. Hat er dann nicht gemacht, vermutlich, weil er Regirock erwartet hat. Und hier,
Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich informiert, vielleicht kennt er das Moveset von meinem Regirock und hat deswegen die Donnerwelle erwartet. Vielleicht wollte er auch einfach nur was reinschicken, was mich besser countert. Wenn er dachte, ich wäre voll physisch defensiv. Was ich ja nicht bin. Aber ja. Wir sehen jetzt auch gleich, ich bekomme die Parahex auf den Switch. Und ich hätte die nicht gebraucht an dieser Stelle. Ich hätte die viel eher gleich gebraucht. Denn ich hätte kein Problem damit gehabt, hier jetzt ein Siedewasser zu fressen. Ich gehe auch einfach auf Draco-Meteor, denn selbst wenn er jetzt das Ding ins reinschickt, das Excadrill, es ist vielleicht resistent dagegen, aber es möchte trotzdem kein Draco-Meteor fressen von einem Choice-Specs-Tantrak. Und hier seht ihr jetzt einfach, wie viel so ein scheiß Aquana einfach aushält. Ich gehe hier auf Draco-Meteor. Reicht natürlich nicht aus, denn es ist ein Aquana. Und Wish, er kriegt nicht die Para bei Wish. Okay, dachte ich mir, vielleicht wird er paralysiert beim Schutzschild. Aber so wie ich den Satz gerade angefangen habe, könnt ihr euch sicher vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Natürlich kommt er wieder durch. Und ab hier konnte ich dann auch nichts mehr machen. Ich wusste hier so ziemlich, dass das Game vorbei ist. Denn meine einzige Chance war es, noch was mit dem Draco-Meteor von Tandrak rauszunehmen. Aber das kann ich hier jetzt vergessen. Leider. Leider war mir hier ziemlich klar, dass das nichts wert. Und ja, ich hätte hier eigentlich nochmal weiter vorspulen können, denn ich stall jetzt noch ein bisschen. Er tritt mir hier jetzt nochmal ins Gesicht, indem er crittet. Das macht mich einfach nur traurig. Es macht mich sehr, sehr traurig. Aber gut. Ich habe ja auch schon mehr als einmal gesagt, dass ich GPL-Kämpfe nicht viel ernster nehme als normale Kämpfe. Er schickt Pauli rein und ja. Wie gesagt, ab hier stall ich eigentlich nur noch mit dem Schutzschild, um noch ein paar HP wiederzubekommen, was eh nicht viel bringt. Und wenn man sich anguckt, was er noch hat, er hat jetzt noch sein Aquana, er hat seinen Rotomorph, er hat seinen Mega Lopunny und er hat seinen Zytomega. Und dagegen kann ich nichts mehr machen. Das ist einfach. Das kannst du vergessen. Hätte ich Aquana rausgenommen, wie gesagt, wäre es vielleicht noch anders gewesen. Dann hätte ich noch was machen können, aber so. Nein. Wie jetzt auch. Denn wäre Aquana weg gewesen, hätte er hier jetzt nicht einfach safe sein Aquana rein switchen können, die Wasserattacke erwarten. Ich bin hier einfach auf Surfer gegangen, weil ich dachte, vielleicht bleibt er drinnen, ne? Man kann ja hoffen. Aber nein. Leider, leider nein. Ich habe hier aufgegeben und mir wurde dann gesagt, dass ich wohl eigentlich aufgeben darf, weil ist das Kill-Verhältnis wohl ein durcheinander bringt. Aber ich habe mir dann gesagt, komm, steht 4-0, denn ich hätte nicht mehr viel machen können. Gut, wenn euch der Kampf gefallen hat, dann könnt ihr ja abonnieren, kommentieren und bewerten. Schaut bei Daniel vorbei, bei Sasuke TV. Link ist in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschö tschö.